Ja, hallo, wir sind Stefan Schwarz vom Büro ISSS. Und Nina Dvorak von Krieger Harzer Landschaftsarchitekten. Und würden jetzt gerne unseren Vorschlag für die Erweiterung des Rathaus Zehlendorf vorstellen. Das Konzept beruht darauf, die Logik der Martin-Buber-Straße erstmal fortzuführen in ihrer Perforation und Offenheit, die innere Durchwegung des Areals zu stärken und dadurch zu einer Öffnung und Durchwegung eines Campus beizutragen und die Erweiterung des Rathaus Zehlendorfs eben als Campus zu verstehen. Wir können das jetzt hier eigentlich ganz gut am Lageplan erkennen, dass sich das bestehende Rathaus hier um vier große neue Baukörper ergänzt wird, mit dem neuen zentralen Eingang und dem neuen Rathausturm, der Erweiterung des bestehenden Gebäudes um die Erweiterung mit Verwaltungsnutzung, einem Bibliotheksbaustein, der auch die Volkshochschule und die Musikschule integriert, und einem weiteren Baustein, der dann eben auch die Mensa und die Kantine im Erdgeschoss beherbergt und dem Erhalt, aber der Umnutzung des bestehenden Bibliotheksgebäudes. Ja, diese Nutzungsverteilung spielt in diesem Campusgedanken eben auch ganz, ganz stark mit dem Freiraum zusammen. Genau, wir haben ein Freiraumnetz entwickelt, was den Campus bespielt. Zum Beispiel ist uns ganz wichtig, einerseits die Anbindung in die Umgebung, also dass der bestehende Anger durch so eine Platzspange hier im Norden angebunden wird, sodass die Besucher, die vor allem von Norden kommen oder auch mit dem Bus hier aussteigen, auf einen großen Platz geleitet werden, der promenadenartig mit neuen Baumpflanzungen zum Haupteingang des neuen Rathauses hier führt, also zu dem Erweiterungsbau und auch mit dem Welcome Desk unten drin, also dass eine ganz klare Orientierung geschaffen wird und die Besucher leitet und im Anschluss dann ein Wegenetz etabliert wird, was in alle Richtungen, in die Nachbarschaften weiterleitet und die Leute sozusagen auch in das Quartier reinholt und auch verschiedene Nutzungen integriert, sodass die Abendstunden zum Beispiel auch Angebote bieten für die Nachbarn. Zum Beispiel haben wir hier unten so einen Spielplatz vorgeschlagen. Das ist ein Anknüpfungspunkt oder in der Mitte einen zentralen freien Platz vorgeschlagen, sodass die Nutzungen, die in den Erdgeschossen der Neubauten des Rathauses, aber auch in dem Bestandsgebäude sich im Außenraum widerspiegeln und auch die Orientierung dadurch stärken. Zum Beispiel erhält die Mensa einen Freisitz hier unter den bestehenden Bäumen oder die Umnutzung der Gottfried-Benn-Bibliothek durch freies Arbeiten und auch Verwaltung spiegelt sich im Außenraum durch Arbeitsplätze im Freien oder ein neues Café auf dem Platz wieder, sodass verschiedene Anlaufpunkte im Freiraum geschaffen werden. Und dann sehen wir hier nochmal ganz kurz im Modell abschließend, wie sich dieser Campus-Gedanke, der letztlich ja auch eine zeitgemäße Verwaltung und zeitgemäße Verwaltungsbauten über diese Adriengebäude widerspiegelt, in den Kontext der Umgebung einfügt, durch diese letztlich ja offene Bebauung, auch in der Körnigkeit der Umgebung sich hier wohl einfügt und mit dem Punkt des neuen Rathauses hier eben auch ein Gegenüber, einerseits diesen Gedanken eines Rathausturms aufnimmt, aber eben auch ein Gegenüber um diesen gemeinsamen Platz an der Kirche spiegelt. Ja, wir hoffen, das Konzept gefällt Ihnen und wir freuen uns natürlich auf Ihre Anregungen dazu.